Zurzeit gibt es etwa 800.000 freie Jobs in Deutschland. Wenn du hier einen Job suchst, dann hast du jetzt sehr gute Chancen. Ich erkläre dir jetzt, wie du herausfindest, welcher Job zu dir passt, welche Tests du machen kannst, um bessere Chancen zu haben und wo du suchen kannst, wenn du nicht auf deinen Berater beim Jobcenter warten willst. Los geht's! Um hier arbeiten zu können, brauchst du als erstes eine Arbeitserlaubnis. In diesem Video erkläre ich dir, ob du in Deutschland arbeiten darfst. Wenn du hier arbeiten darfst, dann solltest du dich fragen, was kann ich hier arbeiten? Dazu gibt es einen Test auf dieser Seite www.meineberufserfahrung.de. Den Test kannst du unter anderem auf Deutsch, Englisch, Russisch, Türkisch und Arabisch machen. Dort kannst du sagen, mit was du schon mal gearbeitet hast. Das ist deine Arbeitserfahrung. Dann bekommst du Ergebnisse. Diese Ergebnisse zeigen an, welche Jobs zu dir passen könnten. Wenn dir einer der Vorschläge gefällt, kannst du einen Test zu diesem Beruf machen. Am Ende erhältst du ein Zertifikat. In diesem Zertifikat steht drin, was du schon oft gemacht hast und was nicht. Das kannst du bei deiner Bewerbung mitsenden. So hast du bessere Chancen auf einen Job. Oder du gehst mit dem Ergebnis zum Jobcenter in deiner Nähe und machst den Test myskills.de. Dieser Test dauert etwa 3 bis 4 Stunden. Du kannst aber auch Pausen machen. Danach weiß dein Berater beim Jobcenter genau, was du kannst und was du nicht kannst. So kann er passende Jobs für dich finden. Ich habe alle Links und noch viel mehr in die Beschreibung geschrieben. Persönliche Beratung. Auch die Mitarbeiter im Berufsinformationszentrum, kurz BIZ, können dich beraten. Das BIZ in deiner Nähe findest du auf dieser Seite. Es gibt auch andere Beratungsstellen für Migranten. Dort findest du Menschen, die dir helfen können. Sie sprechen oft viele verschiedene Sprachen. Die Beratungsstellen findest du hier. Wenn du auf eigene Faust, also selbst, nach Jobs suchen willst, dann geh auf die Seite der Arbeitsagentur. Oder melde dich bei Jobbörsen im Internet an. Mögliche Jobbörsen sind zum Beispiel StepStone, Jobware, Make It in Germany und Indeed. Dort kannst du einen Account von dir erstellen und schreiben, was du kannst. Das sind deine Fähigkeiten. Dann bekommst du regelmäßig E-Mails, wenn Jobs frei werden, die zu deinen Fähigkeiten passen. Es gibt auch Jobbörsen extra für Menschen, die hierher geflüchtet sind. Alle Links zu all den Jobbörsen und weiteren habe ich auch in die Beschreibung geschrieben. Und dann gibt es natürlich noch Social Media. Auf LinkedIn und Xing kannst du nach Jobs suchen, die zu deinen Fähigkeiten passen. Es gibt viele Möglichkeiten. Du solltest aber nicht alle Möglichkeiten nutzen, sondern nur ein paar. Und dort schreibst du deine Fähigkeiten und Wünsche sorgfältig rein. Sonst bekommst du viele unpassende Jobvorschläge und dann bist du schnell frustriert. Wenn du lieber offline nach Jobs suchen willst, dann gibt es auch Jobanzeigen in Zeitungen. Zeitungen mit Jobs in Deutschland sind zum Beispiel die FAZ, die Zeit oder die Süddeutsche Zeitung. Oder hast du einen Wunscharbeitgeber, dann geh dort direkt auf die Webseite und schau nach dem Punkt Karriere oder Jobs oder Ähnliches. Dort siehst du dann die Jobs, die bei diesem Arbeitgeber aktuell frei sind. Das war's und denk dran, alles wird gut. Bis dann!